Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, wir waren gerade dabei, den Privatdetektiv zu suchen und sind kläglich gescheitert. Wie so gefühlt die letzten drei Folgen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, wir machen jetzt mal was anderes. Und zwar werden wir, glaube ich, erstmal vor der Kirche ein bisschen hacken gehen. Hier haben wir noch einiges an Quests. Erkundige dich bei der Polizei nach Informationen über die Obdachlosenmorde. Und die wollen uns nicht helfen, beziehungsweise wir haben es da mit dem Ticker irgendwie verkackt. Mit dem, ihr wisst schon, mit diesem Geschicklichkeitsspielchen da. Und zur Toilette müssten wir auch. Es ist schon wieder fürchterlich. Schon wieder richtig fürchterlich, meine Lieben. So. Sobald ich einen Meter von der Feuertonne wegtrete, erfrieren wir. So, uns fehlen jetzt noch die Knackis, glaube ich. Um da wieder an Informationen zu kommen. So, wir gehen jetzt aber erstmal. Hä, wo kommst du denn her? Was? Verpiss dich. Hier, lass mich in Ruhe. Sieh mich an. Sehe ich so aus, als hätte ich Geld, verdammt nochmal? Ich bin obdachloser Bettler. Ach. Ja, hier nimm. Mein Gott. Mein Gott. Haben wir doch in 5 Minuten wieder drin. Ach, was sag ich da? In 10 Sekunden haben wir das wieder drin. Ja. Jo. Lass ja. Nicht geklappt. 90. Nicht geklappt. 21 Kronen dafür, danke. Sonst mal eben hier die Segnung abholen. So, um etwas bitten. Einmal die große Segnung. Dankeschön. So, betteln und hier diesen Wassergraben ziehen oder was der Pastor von uns wollte. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß echt nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall hier irgendwie was. Genau. Graben. Oh wei. Das dauert ja eine Ewigkeit. Dürfte ich mich in der Kirche kurz aufwärmen? Herr Pastor? Wir haben auch schon wieder gefährlich viel Geld dabei, ne? Hey. Hallo, plaudern. Ja. Plaudern. Ja, ja, ich kenne den Lehrling. Nichts bekommen, nichts bekommen. Nicht geklappt. So, machen wir das hier mal eben ganz schnell fertig. Haben wir ja schon fast. Und der Typ da vorne, der sieht uns einfach nicht. Ich verprasse mal eben kurz das Geld im Laden, bevor er uns wieder nervt. Der Laden hält ja 24/7 offen zum Glück. So, ich hätte gerne 100 Handwärmer. Keine Sorge, ich will nur einkaufen. Eben die Pfandflaschen loswerden, die wiegen sehr viel. So. 10 für 100. 100, ja. So, eine Flasche Wasser. Unsere Toilette mal reinigen. So, was kaufen wir denn für den Rest? Brot? Oder Kombucha? Wir kaufen Kombucha, während wir brauchen. In Zukunft. Für diverse Quests. So. Wärme, 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 Wärme. Oha. Ich glaube, wir müssen erstmal zur Toilette. Dann buddeln wir weiter. Versprochen. Eiskalt, die ganze Stadt ist in Nebel gehüllt. Macht schon was her, ne? Das macht schon was her. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwie bald ein Sturm oder so aufzieht. Dann hätten wir nämlich ein Problemchen. So, erstmal Feuer. So. Wir graben da mal eine Runde und dann schauen wir mal. Oh, wir haben schon wieder Rubbellose bekommen. Ach, die können wir ja auch verbrennen. Stimmt, da war ja was. Haben wir was zu gewinnen? Ne, ist benutzt. So, okay, 40 Kronen kriegen wir dafür ungefähr. Das ist sehr geil. Benutzen, reinigen, jawohl. Gestank 30, deine Toilette wurde gereinigt. Schön. Seifenreste, minus 10, minus 10, minus 10. So, bisschen krank sind wir noch.
Aber wir haben ja neue Zitronen. Wenn ich die jetzt finde, da. So, geht's uns wieder gut. Benutzen Luxus-Toilettenpapier, fünflagig. Ach ja. Das geht wunderbar schnell. Und bringt uns sogar Moralpunkte. Huiuiuiui. So langsam läuft es, Mensch. Ich sage euch, wir machen Bankkonto auf. Dann ist das hier unsere Wohnadresse. Wir haben einfach das komplette Luxusleben hier. Eine Doggo. So, denen geht's gut. Wir buddeln mal eben zu Ende. Wenigstens hat's aufgehört zu schneien. Das ist schon mal sehr geil. So, wir haben kein Geld, um ausgeraubt zu werden. Hier müssen wir noch buddeln. Oh. Einmal Loch im Kopf. Einmal Druck ablassen, bitte. So, viel fehlt nicht mehr. Wir haben es sofort geschafft. Das bringt uns bestimmt ein bisschen mehr Vertrauen bei dem Pater. So. Das wäre es auch schon. Jetzt müssen wir eben ganz kurz fragen, ob wir da was für kriegen. Pater Hurian. Die Entwässerungskanäle sind fertig, Pater. Gott segne dich, mein Sohn. Und lass mich dich auch bezahlen. Ich danke Ihnen. Oha. 300. Das hat sich aber gelohnt jetzt. 300 brauchen wir nämlich, um die Schlafsäcke zu kaufen in der Drogenhöhle. Und das werden wir jetzt auch tun, glaube ich. Brauchen Sie Hilfe bei etwas? Nett, dass du fragst. Im Moment nicht. Bitten kann ich nicht, etwas dazulernen kann ich auch nicht. Da fehlen uns schmale 15 Punkte. Das geht eigentlich voll fit. So, wir werden jetzt gleich mal die Drogenhöhle aufsuchen. Wenn ich den Weg noch zurückfinde und da mal die Quest mit den Schlafsäcken fertig machen. Ihr wisst Bescheid. Es ist so lausig kalt. So lausig kalt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem wir die Quest hatten. Waren das die Obdachlosen unterhalb der, in der Grube? Waren die das? Ja, wir werden es gleich rausfinden. So nach und nach erledigen wir alle Quests hier. Und ich bin scharf darauf, der Hobo-Master zu werden, das sage ich euch. So. Das Problem ist nur, das funktioniert nicht wie bei anderen Spielen. Du hast ein Problem und du googelst und fertig. Du googelst hier und dann kommt irgendwas auf Chinesisch oder keine Ahnung was. Man muss hier alles selber machen. Boah, alter Schwede, ich kann mich gar nicht so schnell wärmen, wie ich hier friere. Wir müssen uns bei Gelegenheit mal wieder diese Fettcreme kaufen. So, wir sind ja jedes Mal hier Richtung Frau Leduva gegangen. So, kurz rein in die U-Bahn-Station und irgendwo war hier so eine Höhle, wo man da reingekommen ist, in das Drogenquartier. War das hier? Nicht wirklich, aber hier war ich glaube ich auch noch nicht. Nee, nee. Hier ist es auf gar keinen Fall. Hier ist nämlich nichts. Ihr wisst es ganz genau, oder? Ich schaue hier gerade in der Hoffnung, diesen blöden Detektiv zu finden. Das lässt mich nicht in Ruhe. Hab zu. Wunderbar. Ich will doch nur zu meinem Geheimversteck. So. So, diese Junkie-Höhle war auf jeden Fall in der U-Bahn-Station. Da war irgendwo so ein Geheimgang. Da müssen wir einfach nur rein, dann sind wir da. Gar kein Thema. So, wir haben alte Rubellose. 20 Kronen, 10 Kronen. Ramponierte Matratze. So, 50 Minuten, 8 Sekunden können wir uns hier wärmen. Das ist doch schon mal was. So, wir stärken hier mal die Bindung zu unserem kleinen haarigen Freund. Kriegt natürlich auch was zu essen.
Jetzt weiß ich, warum man Hundefutter kaufen kann. Das dauert elendig lange, den hier voll zu füttern. So, mein Kleiner. Ist fast wieder satt. Ihm geht's blendend. Schade, dass der Hund nicht aufleveln kann. Das ist ja nicht so ein Skilltree oder so. Das fände ich toll. So. Einmal kuscheln. So, und jetzt schnell runter hier. Ach nee, falsche Richtung, hier lang. So. Schnell in die Drogenhöhle. Wir waren ja gerade eigentlich schon da, sind nur falsch abgebogen. Weil es mich interessiert hat, wo es hier lang geht. Oder ist das ein Bug, dass man diesen Privatdetektiv gar nicht finden kann? Könnte auch sein, was ist denn hier unter der Treppe? Ja, nichts. Schade, ich dachte, da kann man looten. So. Hey, da ist der Abbruch und Platji. Nicht sein Ernst, oder? Was ist denn? Rede ich Chinesisch oder was? Ich will einen Witz hören. Und zwar einen guten. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Den kenne ich. Ich mache eine Rumdiät, aber ich habe 3 Promille zugenommen. Ach, der war gut. Okay, verpiss dich. Nice. Das ist schön. Achso, das hier ist die Ecke von Frau MK. Die wir den Stoff verkaufen können. Entschuldigung. Entschuldigen Sie die Frage, aber wohnt hier ein Herr Strecker? Och nee. Och nee, oder? Wir hätten die ganze Zeit Frau MK fragen sollen, wirklich? Wir waren doch da, das hat die doch gerade noch nicht gefragt. Herr Strecker, du meine Güte. Sie meinen diesen hoffnungslosen Säufer? Hm, er soll ein Privatdetektiv sein. Ja, das ist er wohl, aber er kommt nur hierher, um zu schlafen. Und das nicht mal jeden Tag. Ein fauler Taugenichts ist er. Und ist er gerade hier? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen, aber ich rede nicht viel mit ihm. Ich weiß allerdings, dass er viel Zeit in der Bar in der Nähe des Bahnhofs verbringt. Er hat sich wohl in die Kellnerin verguckt. Ja, ist das da bei der Tankstelle, ne? Okay, danke schön. Vielen Dank, ich habe da was für Sie. Nee, habe ich doch nicht. Was konnten wir hier nochmal lernen? Ja, nichts Interessantes, nichts Interessantes. So, Schlafsack kaufen, dann zurück zur Gruppe, die Quester abgeben und gleichzeitig bei der Bar vorbeischauen. Meine Lieben, wir haben wieder eine Quest. Der Gibby ist wieder am Start und voll motiviert. Ne? Jetzt muss ich nur noch hier den verdammten Eingang finden. Zu diesem Versteck, zu der U-Bahn-Station. Mensch, wo war das denn? Das war doch nicht weit. Ach, da hinten durch müssen wir, glaube ich. Ich glaube, wir müssen da hinten durch. So, mal eben ein Muntermacherchen trinken. Es besteht ein Risiko für eine Alkoholabhängigkeit. Okay, wir lassen es dann erstmal bleiben mit trinken. Ein Risiko, aber wir sind noch nicht alkoholabhängig, sonst wäre das Zeichen da rot. Richtig? So, Information. Ach genau, und da unten waren die 1000 Automaten, ich erinnere mich. So, wir sind hier und kaufen jetzt den Schlafsack von Ramsay. Hi, hast du noch Schlafsäcke? Ja, ich hätte die gerne für 300 Kronen. Hier bitte sehr, da hast du sie. Hast ein gutes Geschäft gemacht. Na, da bin ich mir nicht sicher. Gehen. So, wer ist er denn? Mäuser? Hey Mann, coole Frisur. Was zum Teufel machst du hier? Verpiss dich, du Spast. Irgendwas sagt mir, dass wir zu dem nochmal hin müssen. Irgendwie kommt er mir so bekannt vor. Ach genau, hier waren wir ja letztens. So, wir fahren jetzt eben mit dem Bus. Neue Stufe Mülltauchen. Nice, wir können jetzt 7 Dinge, 7 Tretminen entschärfen. Das ist sehr, 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 sehr geil. Ach, der kann uns ja eh nichts. Obwohl, da ist doch die nächste Bushaltestelle nicht weit. Komm, wir gehen mal hier lang. Ja, ja. Übertreib doch nicht. Übertreib doch nicht jedes Mal. Meine Güte, wir hätten die ganze Zeit einfach nur Frau MK fragen sollen, aber wir waren ja da. Habe ich das übersehen? Also wenn, dann tut es mir unendlich leid. So, Train Station. Nächster Halt, die Kneipe.
So, da wären wir. Hallo? Ich brauche Geld, hi. Berechnend. Endlich funktioniert das mal wieder. So. Dankeschön, 38 Kronen mehr. Sehr geil. 5%. Oh, die Kopfhörer. Jawohl, jawohl. 72 Kronen. Eine 5% Chance war das nur. Habt ihr das gesehen? Oh, dann. 50. Ach, leider nicht. Verkaufen. Nein, ich verkaufe doch hier nicht mein Jahresticket. Schade, dass man nicht auswählen kann, was man verkaufen will. So, Ivan. Ciao. Hätten Sie etwas Kleingeld für ein Bier? Ja, ja doch, ich bin den Abend ganz sicher, ich bin zu Hause. Okay, er ist völlig breit. Hanna. Prosim. Kennen Sie Stecker? Ach, Strecker, diesen Detektiv? Ja, er ist Stammgast hier, aber seit ein paar Tagen war er schon nicht mehr hier, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ist das ungewöhnlich für ihn? Er ist zwar nicht jeden Tag hier, aber ich fange trotzdem langsam an, mir Sorgen zu machen. Letztes Mal hat er mir gesagt, dass er an einer großen Sache dran ist. Eine Sache, die das Rathaus in seinen Grundfesten erschüttern wird. Auf den Schock muss ich mir erstmal richtig hinsetzen. So schlimm? Ja, offensichtlich. Die Tatsache, dass er seitdem nicht mehr hier war, macht die Sache noch merkwürdiger. Zumal er seine Tasche hier gelassen hat. Ja, deshalb bin ich hier. Er hat sich wirklich mit einigen mächtigen Leuten angelegt. Sie haben ihm Drogenhandel angehängt. Er wurde verhaftet und die Polizei sucht nach Beweisen. Glauben Sie, dass die Polizei hier aufkreuzen wird? Ja, ich schätze, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn sich in der Tasche etwas Belastendes befindet, könnte man sie als Komplizin verdächtigen. Das ist das Letzte, was ich gebrauchen kann. Würden Sie mir helfen? Sicher, wenn Sie mir die Tasche geben, lasse ich sie verschwinden. Hier, nehmen Sie sie. Ich will sie so schnell wie möglich loswerden. Machen Sie sich keine Sorgen. Auf Wiedersehen. Ich hätte gerne. So. So, wir wollten kurz uns aufwärmen erstmal und dann schauen wir mal unseren Questlog an. Endlich geht die Quest weiter, Alter Schwede. Endlich geht die Quest weiter. Ich freue mich kaputt. Der Informant. Du wirst warten müssen, bis Anton dich für deine Informationen bezahlt. Kehre später zurück. Genau, das war die Fahrradquest. So, und wir schauen uns jetzt mal die Tasche an. Lass da bitte keine Leichenteile drin sein. Eine Tasche voll mit Zeug. Notizen, Schachtel Zigaretten, Feuer... Stylisches Feuerzeug. Nice. Wir können jetzt gleich sofort runter in die Grube. Und das Feuerzeug unserem Möbelverkäufer-Freund geben. Ihr wisst schon, wen ich meine. So, wie schaut's denn hier aus? Ja, ja, wir müssen auch mal wieder craften. Was wollte ich denn jetzt gucken? Alkohol, 18%, alles in Ordnung. Okay, wir scheinen noch nicht abhängig zu sein, das ist gut, das ist sehr gut. 50, wir müssen was essen. Krankheit, ein paar Zitronen reinballern, dann geht's uns wieder prächtig. Gut, das geht uns gut. Sehr gut. Nimm mal kleiner. Ja, du bist ganz feiner. Gib mal deine Tatze. So. Es wird Tag, meine Lieben. Wir haben wieder 5 Sekunden mehr Zeit, um draußen rumzulaufen. Müll. So, da unten werden wir wieder einiges aufgabeln an Müll und Brettern, was wir unbedingt brauchen. So, stylisches Feuerzeug. Und bei Anton können wir auch vorbei. Ein bisschen Geld abholen. Er wird die Informationen ja wohl hoffentlich bestätigen. Sag mal, wieso kann man hier keine Wärmeflaschen kaufen oder so? Dann wäre das Problem doch easy gelöst und man müsste doch nicht irgendwie Tausende von Kronen ausgeben. Nur für die Kleidung, um eine Sekunde länger warm zu bleiben. Ihr wisst, dass es so ist. So. Es schneit nicht? Es ist angenehme minus 12 Grad? Was denn hier los? Ein Seil. Kaputte Lampe, super. Da ist noch was. So. Auf in die Goldgrube. Wir können mal wieder mit Meißner quatschen. Dem haben wir so lange nicht geredet. Der hat bestimmt eifrigen Redebedarf. Oha.
Einige gute Sachen. Windjacke. Sportjacke. Anzug. Nice, den brauchen wir für die Quest. Jetzt brauchen wir nur noch Lackschuhe und die Anzughose. Dann können wir in Tonis besetztes Haus zurück. Und dem Typ wenigstens helfen, der hat ein Vorstellungsgespräch, wenn ihr euch erinnern könnt. Meißner, meine Füße frieren ab. Handeln. Waschmaschinentrommel. Waschmaschinen leben länger. So. Nichts Interessantes für uns. Fundsachen. Auch nicht. Ich will was lernen. Großer Muntermacher. 100 Kronen. Okay, wir. Ist alles gut, aber uns fehlt die Kohle gerade. Plaudern. Ach, mir ist meine Tüte gerissen. Jetzt kann ich nichts mehr mitnehmen. Ja, ich guck mal. Wegen der Tüte. Hier, bitteschön. Dankeschön. Tüte für Meißner. Weißt du, was mich nervt? Regenwasser abzukochen. Das ist eine saumäßige Arbeit. Und warum machst du das dann? Damit das Wasser ausgegangen ist. Ich kann dir welches bringen. Was das Wasser anbelangt. Ach nee. Da haben wir unser Klo mit gereinigt. Sorry, Meißner. So, ganz kurz wärmen. So, und dann geht die freudige Loot-Tour weiter. Und wir haben endlich ein stylisches Feuerzeug für... Ich habe seinen Namen vergessen, den Möbelverkäufer. So, einen kleinen Buff abholen. Wirklich schade, dass der Hund nicht besser wird da drin. Wirklich, wirklich schade. So, wir sind voll aufgewärmt. Sehr gut. Oha, oha. Sehr gut. Bretter, wunderbar. Das braune Gold. Retrojacke. Also als ich angefangen habe mit dem Spiel, gab es da auch so einen blauen Balken. Weiß das noch einer? Da gab es nicht nur die grünen Balken, wo man drauf tippen musste, sondern es gab auch blaue. Ich weiß nicht mehr, wofür die gut waren. Ob sie das rausgepatcht haben oder ob das jetzt eine Expertenfähigkeit ist? Gute Frage. Ein runder Tisch. Schön, haben wir was zum Verkaufen. Sehr geil. Sehr geil. Brennmaterial. Brennmaterial. Immer her damit. So, da oben ist noch ein... Ach, wir müssen uns aufwärmen. Da ist es auch schon wieder weg. Unser Brennmaterial. Ach, ist das leidig. Ist das leidig. Man kommt einfach gar nicht voran. So. Hier eben die Loot-Tour beenden, ihm sein Feuerzeug geben, dann zu Anton rüberhopsen. Wegen seinem Feuerzeug, genau. Ich hoffe, da kommt ein bisschen Geld zusammen. Und uns fehlt komplexe Ausstattung Level 2. Um den nächsten Buff zu kriegen für unsere Base, da bin ich auch richtig scharf drauf. Da brauchen wir nur einen speziellen Stoff, glaube ich, für. Und diesen, den Müll, den wir jedes Mal verbrennen, den brauchen wir dafür. So, nice. Sehr geil. Wie dieses Spiel es einfach schafft, dass man sich hier über die kleinsten Dinge kaputt freut. Das ist schon bewundernswert. Sportjacke, super. Da können wir auch mal wieder bei Shrug vorbeischauen. Der kauft das doch so gerne. Und bessere Preise aushandeln, hat ja jemand in den Kommentaren geschrieben. Aber ich glaube, dafür mag er uns noch nicht genug. So, hier eben die Bretter klauen. Ach ne, die kann ich so mitnehmen. Aber da hinten der Bretterhaufen, da muss ich jedes Mal stehlen. Aber egal. Bisschen aufleveln, auch nicht verkehrt. So, da haben wir jetzt bestimmt... bestimmt wieder über 10. 10 Bretter am Start. Was ich sehr gut finde. Wenn wir Glück haben, finden wir auch noch Lackschuhe und die Hose. Wir können dann auch noch die Quest bei dem Typ da fertig machen. Alter Schwede, ich hätte gerne so einen Counter. So einen Counter, wie viele Quests wir jetzt fertig gemacht haben schon. So, wir frieren uns die Nüsslein ab.
So, aber da hinten ist ja Feuer umsonst. Was ich sehr feier. So, hier eben schnell mitnehmen. Ja, da gehen wir gleich rein. Das mitnehmen. So, eben kurz aufwärmen, ganz kurz aufwärmen. Je länger man in dieser Kälte rumläuft und friert, desto höher geht der Krankheitscounter. Und irgendwann bist du krank. Dann brauchst du Tabletten. Bist wieder eine Stange Geld los. Und hast kein Stückchen weitergespielt. Ja, was du frierst, ich weiß. Ich stehe doch hier gerade am Feuer, Mensch. Interagieren. So. Ja, minus 10 nur noch. Bist du noch gestern? Da war es minus 8 am Tag. Da war es minus 8. Wie kalt kann es im Spiel sein? Robo Tough Life? Ja. So. Gut, fast aufgewärmt. Ach, schön. Schön, schön. Nehmen den Stuff hier mitnehmen. Wow. Drei Pfandflaschen, einiges an Zigaretten. Die beiden Spezialisten da haben uns noch nie weitergeholfen. Hat er hier irgendwie eine interessante Waffe gerade? Ne, hat er nicht. Unser Klappspaten ist irgendwie fast das Beste, so was man kriegen kann, habe ich das Gefühl. Ist echt so, ne? Hallo? Wegen dem Feuerzeug. Ich kann dir das hier geben. Sieht schick aus, oder? Geil, danke. Das werde ich dir nie vergessen. Hoffentlich klaut es mir keiner. Keine Ursache. So, wir haben 15 Vertrauen bei ihm. Ich will was lernen. Lass uns über Schlösser sprechen. Einmal rum. Okay, 200 Schlösser knacken. Haben wir ein bisschen aufgelevelt. Gut. Ich will was lernen. Handeln. Die olle alte Badewanne. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir noch. Zigaretten, Ausstattung klein. Schick. Schöner Sessel. Aber nichts für uns Relevantes dabei. Aber hey, hier könnten wir eigentlich mal ganz in Ruhe was fertigen, ne? Merkwürdiger Stoff, den brauchen wir, glaube ich. Obwohl, da haben wir auch noch mega viel von. Ja, hier können wir was fertigen. Dächer, Wände, alles, was wir wollen eigentlich. Ach ja, können wir reparieren. Staubsauger. Können wir mal versuchen, aber ist mega schwer. Eine große Matratze. Perfekt für ein Nickerchen. Ja, bietet uns aber auch kaum Vorteile. Und ich glaube, die andere Matratze brauchen wir für Crafting. So, Staubsauger. Keine Chance. Schwer, schwer, mittel, mittel. So, haben wir wieder zwei Tastaturen mehr. Ein Teddybär. Ja, da verballere ich jetzt mal nicht unser Zeug für. Ausrüstung reparieren brauchen wir auch nicht. Die stinkt nur ein bisschen, aber ist ja normal. So, ganz kurz aufwärmen. Dann den Rest von oben mitnehmen. Wie geht's uns? Wir sind müde. Kaffee. Cola. Oder haben wir noch was anderes? Nein. Nehmen wir mal die Cola. Liegt ja eh schon die ganze Zeit in unserem Inventar rum. So, ein Apfel. Zitronen ist besser. Zitronen ist mein Lieblingsitem. Wirklich. So. Alte Schwede. Wie viele Zigaretten wir haben, nicht mehr normal. So, die Moral ein bisschen oben halten. Dann sind wir auch noch ein bisschen schmutzig. Aber wofür gibt es denn die guten Feuchttücher? So. Wunderbar, meine Lieben, wunderbar. So, kurz den Stuff oben mitnehmen. Oh, wie ist das schön. Seit wann brennt denn hier eine Feuertonne? Da weiß ich ja gar nichts von. Was ist denn? Ferenc, hey, was treibst du hier? Ich bin beschäftigt. Falls du was brauchst, sprich mit Leo. Okay. Den sehe ich gerade auch zum ersten Mal. So, alles eingesackt. Haben wir schon. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Ne.
Gut, dann werden wir hier, nehmen hier noch eben das Zeug mit. Oh, 4 Seile. Dick. Dick im Business hier. Genau, genau. Jetzt eben hier raus. Hier um die Ecke war noch ein Schränkchen. Ach, ein Schränkchen. Ein Kofferraum. Schrägstrich Motorhaube. So. Weiter geht's. Es ist tagsüber. Wir könnten Bobby mal wieder mitnehmen. Schöne Sache eigentlich. Weil wir, glaube ich, eh da gezwungen sind, herumzulaufen. Liegt denn die Leiche noch da? Nee. Haben sie abgeholt. Die liegt nicht mehr da. Ach Gottchen. Und schon wieder sind wir am Frieren. Ist nicht mehr normal. Ist wirklich nicht mehr normal. Aber wir laufen doch so viel rum. Da wird einem doch unnötig warm von. Normalerweise. So, da ist das besetzte Haus. Hätten wir den fehlenden Beweis für Toni, haben wir den? Ja, wem? Wegen deiner nächtlichen Abenteuer. Ich habe Beweise, dass du lügst. Es geht um das Gerücht um, dass es der maskierte Beschützer besonders auf die Dealer von der Wenschelstraße abgesehen hat. Weil Drogen einfach scheiße sind. Das ist Geschäftemacherei. 5 von 5, meine Lieben. Wir haben es geschafft. Das war der letzte Hinweis. Endlich. Und es gibt eine ganze Reihe anderer krimineller Aktivitäten, die mit dem Drogenhandel verbunden sind. Ich kenne da jemanden, der ziemlich strenge Regeln aufgestellt hat, was harte Drogen betrifft. Toni kichert nervös. Natürlich. Wie ich schon sagte, das Fort ist ein anständiger Ort. Und Drogen bringen nur Ärger. Und machst du jetzt endlich reinen Tisch? Toni schweigt und versucht, dich niederzustarren. Endlich wirft er geschlagen die Arme nach oben. Ja, ja, du hast ja recht. Irgendwann hätte es sowieso jeder rausgefunden. Also scheiß drauf. Ja, ich bin der maskierte Beschützer. Er ist es wirklich, meine Lieben. Bist du verrückt? Hast du eine Ahnung, wie gefährlich es da draußen ist? Jetzt klingst du genau wie Mascha. Ich weiß, was ich tue. Ich kann auf mich selber aufpassen. Aber warum? Warum hast du beschlossen, dir nachts eine Maske aufzusetzen und Verbrecher zu verprügeln? Ich hasse es, tatenlos zuzusehen. Ich sitze nur hier und gebe Selbstverteidigungskurse, halte das fort und sorge dafür, dass keine schlechten Menschen reinkommen. Weißt du, wie viele Menschen hier drin gestorben sind? Null. Und wie viele Menschen sind draußen gestorben? Ja, die anderen sollten es wissen. Sie machen sich Sorgen um dich. Bloß nicht. Bitte versprich mir, dass du das für dich behältst. Niemand darf es erfahren, hörst du? Die anderen haben schon genug Probleme und würden nur versuchen, mir das auszureden. Ich muss das einfach tun, verstehst du? Soll ich sie anlügen? Ja, nee, du musst ihnen ja nicht die ganze Wahrheit sagen. Aber falls nötig, ja, lüg sie einfach an. Scheiße, das nervt. Ich muss ihnen irgendwas sagen. Was für ein Mist. Ich will was lernen. Geht nicht. Um etwas bitten. Ich kandidiere für den Titel des Königs. Nein, ich muss dich erst besser kennen. Verdammt. Aber... ganz ordentlich, ganz gute Karten haben wir, wenn ich das richtig sehe. So, wir sind eigentlich schon ein bisschen drüber, aber ich möchte noch eben bei Anton vorbei und die Belohnung abholen. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch den Stuff mitnehmen. Ach, Freunde, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Questlog weitergeht. Und, der Typ, der seine Tasche da in der Bar vergessen hat, der ist ja auch verschwunden, sage ich mal. Hoffentlich verschwinden wir nicht auch irgendwann. Werden abgeholt durch so einen Schlägertrupp oder weiß der Geier. Das fände ich ja ein bisschen sehr uncool. So, kleine Runde hier eben durch. Hier liegt auch mal gutes Zeug rum. So, das wäre es hier dann auch schon wieder. Kurz die Wärme mitnehmen. So, ab geht die Fahrt. Ab zu Anton. Und den finden wir da hinten irgendwo. Pizza Bobo.
So, ach, der war hier ja schon irgendwo, ne? Hier in der, genau. Anton. Ich bin wegen meiner Belohnung hier. 150. Wir haben deine Infos überprüft. Hier ist deine Belohnung. Gute Arbeit. Danke. Aufgabe abgeschlossen. Informant. Nice. Hey Boss, hast du einen Job für mich? Ich will was lernen. Schmuggler. Okay, ne, können wir noch nicht. Schmuggler lernt man hier. Interessant. Hast du einen Job für mich? Es geht wieder darum, die Straßen zu durchkämmen. Du weißt, wie es läuft. Okay. Ja, Fahrräder suchen, das ist nice. Das ist eine schöne kleine Sidequest. So, jetzt mal eben ganz kurz zu unserer Base. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach man. Und der nächste. Knapp. Knapp. Ach ja, kommunizieren sind wir auch bald ein Level weiter. Sehr erfreulich. Jetzt ist wieder minus 8, okay. Also noch kälter scheint es tatsächlich nicht zu werden. Was ich sehr gut finde. So, wir schmeißen mal eben zwei Bretter ins Feuer und schauen uns mal die Lage an. Verschwörung, Privatdetektiv. Verstreckers Notizen bestätigen deine schlimmsten Befürchtungen. Die Sache war nur, war für den Detektiv wohl eine Nummer zu groß. Er wurde verfolgt und höchstwahrscheinlich eliminiert. Dennoch war es Herr Strecker, der zuletzt lachte. Er trug alle belastenden Beweise zusammen und konnte sie vor den Leuten der Mafia verstecken. Geh zum Postamt und hol Herr Streckers Material aus dem Schließfach. Oh, interessant. Interessant. Er hat die ganzen Beweise gesammelt und das ist alles in so einem Schließfach bei der Post. Und da müssen wir vorbeigehen. Und dann wird das Rätsel wahrscheinlich auch fast gelöst sein. Ich sag's euch, die Stadtverwaltung, die hängt da wahrscheinlich irgendwie drin. Das interessiert mich brennend. Da werden wir nächste Folge mal bei der Post vorbeigehen und da mal schauen, was da drin ist in diesem Paket. Dann einmal hier dieses Drogenpäckchen übergeben. Du hast geholfen, wo immer du konntest. Melde dich beim Kardinal zurück. Was habe ich denn gemacht? Aber okay. Ja, zum Kardinal gehen wir, zum Postamt gehen wir. Ich glaube, dann sind wir auch schon ganz gut bedient nächste Folge. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und macht euch einen schönen Tag, habt keinen Stress und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, meine Lieben.